Okay, wir sind jetzt hier am Testen von den Seifenblasen, für große Seifenblasen. Wir testen unsere Geräte, die wir vorher gebaut haben. Und in der Flasche ist diese Flüssigkeit. Das Rezept findet ihr unten. Und jetzt geht's dann los. Okay, wichtig ist, dass ihr drumherum viel Platz habt, dass keine Autos in der Nähe sind und keine Glasscheiben, weil die verschmieren sonst mit den Seifenblasen.